Hey Leute, ich habe diesen Flugcontroller geschickt bekommen und der sah vorher so aus. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einem Flugcontroller den Micro-USB austauscht bzw. wenn er abgerissen ist, einen neuen drauflötet. Das Ganze ist eigentlich gar nicht so schwer. Ihr braucht einfach nur einen Lötkolben, Lötzinn und eine Heißluftpistole bzw. eine Heißluftstation, mit dem ihr dann euren Micro-USB wieder zurück auf das Board bringen könnt. Aber genug gequatscht, steigen wir ein. Zuallererst bauen wir einen kleinen Bereich um unseren Micro-USB-Port herum, um alle anderen Komponenten, die wir gleich mit unserer Lötstation nicht ablöten wollen, zu isolieren. Ich benutze hierzu Captain Tape, um das Ganze einmal einzuwickeln. Nachdem wir unseren kleinen isolierten Bereich haben, nehmen wir unseren Lötkolben und Lötzinn und bereiten die Punkte, die wir isoliert haben und für den Micro-USB-Anschluss notwendig sind, auf. In meinem Fall haben die alten Pins noch in den Löchern gesteckt und daher erhitze ich hier mit einem Lötkolben die Löcher und stoße die Enden von den alten Pins einfach mit einer kleinen Pinzette heraus. Nun zu guter Letzt benutzen wir etwas Flussmittel und eine Entlötlitze, um die Anschlüsse für den Micro-USB möglichst sauber zu bekommen und überflüssige Lötreste zu entfernen. Hier habe ich jetzt geschaut, ob der Micro-USB-Port, den ich als Ersatz habe, passt oder ob ich die Pins etwas zurechtbiegen muss. In meinem Fall hat aber alles gepasst. Nun nehmen wir wieder unser Flussmittel und tragen es großzügig auf den Anschlussstellen für den Micro-USB-Port auf. Danach nehmen wir unseren Heißluft-Lötkolben und erhitzen den Bereich. Ich habe hierzu 360 Grad Celsius gewählt, dafür aber den maximalen Luftstrom, damit wir keine anderen Komponenten irgendwie zusätzlich zu sehr erhitzen. Wichtig bei diesem Vorgehen ist, die Heißluftpistole immer möglichst etwas zu bewegen, damit wir nicht zu lange auf einer Stelle sind und einen Bereich zu sehr erhitzen. Nachdem ich den Port ersetzt habe, sah es so aus. Bevor wir unseren ersten Funktionstest machen, kühle ich hier das Board noch mit Isopropanol ab und nehme eine kleine Kinderzahnbürste, um den Bereich großzügig zu säubern. Hierfür vorsichtig über den Micro-USB-Port streichen und alles erstmal sauber machen. Nachdem das Board abgekühlt ist, können wir nun unseren Funktionstest machen. Hier seht ihr jetzt, dass die Lichter anfangen zu leuchten. Das heißt, der erste Funktionstest ist schon mal gut. Damit wir nun schauen können, ob alles richtig funktioniert, habe ich den Flugcontroller an Betaflight angeschlossen und geschaut, ob der Gyro genauso reagiert, wie ich das erwarte. Und wie ihr hier seht, das tut er auch. Das heißt, jetzt haben wir erfolgreich den USB-Port getauscht. Und wie immer, wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, erzählt niemandem, was ihr die letzten paar Minuten gemacht habt. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Ich lade mindestens einmal pro Woche ein Video hoch, in dem ich solche Dinge erkläre oder einfach nur meine Flüge teile, um noch mehr Beginner in dieses tolle Hobby zu bringen. Also, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Ich habe diesen Flugcontroller geschickt bekommen. Und der... Oh, fuck. Ja, da ist der Micro-USB. Da. Sollte man auch richtig rumhalten. Nochmal.